Herzlich willkommen zu einem neuen Job-Video hier auf meinem Kanal. Wenn euch die Videos gefallen, lasst doch gerne ein Abo da. Vielleicht schaffen wir sogar bis Ende des Monats 100 Abonnenten. Das wäre wirklich super nice und wäre mein Ziel tatsächlich für den Monat. Dafür werde ich jeden Tag, wo ich natürlich Zeit habe, streamen auf YouTube. Und es kommt jeden Tag ein Job-Video. Und ich versuche auch immer noch jeden Tag ein weiteres Informationsvideo oder einfach ein geiles Highlight-Video zu machen. Ich hoffe, euch gefällt es und schreibt auch gerne in die Kommentare irgendwelche Videos rein, die ich machen soll oder generell einfach Feedback rein, würde mich auf jeden Fall extrem freuen und lasst auch gerne ein Like da, das würde den Kanal mich auch nochmal extrem unterstützen und ich würde sagen, wir schauen jetzt in den Item Shop rein. Wir haben heute eine neue Lackierung und neuen Emote und dann haben wir hier auf der Seite das Tierjacken-Set mit dem Schlappohr-Charakter, der ja auch verschiedene Stile hat. Nämlich einmal hier in dieser schwarz-weißen Version. So sieht er irgendwie ziemlich strange aus. Aber ist jetzt auch nicht mein allerlieblings-Skin. Geht aber eigentlich klar. Es gibt schlechtere Skins. Hier der Backpack hat auch noch so eine zweite Version. Dazu gibt es auch noch die männliche Version. Beide mag ich jetzt nicht allzu gern. Hat hier auch wieder das gleiche. Schwarz-Weiß alles, aber gefällt mir jetzt nicht ganz so das Set. Habe Pressluft-Tacker, einen ganz netten Sound, ist jetzt aber auch nicht meine Lieblingsspitzhacke. Dann haben wir Flauschsegel, mag ich auch nicht ganz so. Generell das ganze Set ist jetzt nicht so meins. Hier oben hat da auch verschiedene Zeichen, die man auswählen kann. Dann kommen wir zur neuen Lackierung, grüne Lackierung mit Emotes drauf. Ja, sieht ganz in Ordnung aus. Wenn hier drauf, weil es eine relativ große Fläche eigentlich ist, sieht es ganz nett aus. Ist auch eine der besseren grünen Lackierungen, aber generell bin ich eher Fan von animierten Lackierungen. Hier auf dem Roboter sieht das ziemlich strange aus mit den Unmengen Emotes, die da drauf sind. Dann haben wir wieder den Bronto-Skin wahrscheinlich hier auf der Seite. Ne, erstmal Kristall-Skin. Hier wieder. Sieht ganz nett auf jeden Fall aus. Bronto-Skin ist in Ordnung. Jetzt nicht der beste Skin. Aber Pterodactylus. Ganz netter Gleiter. Dann kräftiger Biss. Ist, finde ich, zu teuer. Dafür gibt es deutlich bessere epische Spitzhacken. Wie zum Beispiel die hier unten. Dann haben wir den Bräunungsspezialist. Mag ich nicht wirklich gern. Elektrolaune. Neue Emote. Dann einen coolen Beat. Noch ganz coole Moves. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also ich würde sagen, das ist das Highlight des heutigen Shops. Dann haben wir den Aufklärer. Das ist in Ordnung. Das ist hier mal so ein, glaube ich, ein alter Skin. Ist das nicht ein alter No-Skin? Oder so. Dann haben wir den Mondschädel. Das ist zum Beispiel eine coole Spitzhacke hier, wo die Lava runter tropft. So, und das Leuchten hier sieht alles ziemlich cool aus. Hat auch einen coolen Sound. Das ist eine ganz coole, epische Spitzhacke. Dann habe ich hier, was stinkt hier so als Emote? Finde ich, hätte auch ein grüner Emote sein können. Dann haben wir nochmal Knacks. Ist auf jeden Fall ganz nett. Dann gucken wir nochmal ganz kurz in den Rette-Welt-Modus rein. Ich würde sagen, heute aus dem Shop ist eigentlich das Beste wirklich der Tanz. Der Rest ist so mittelmäßig. Gucken wir, was hier noch drin ist. Muss auch mal anfangen, die Eventreihe zu spielen. Habe ich aber auch noch Zeit zu. So, hier ist nichts Besonderes drin. Superhelden-Lama lohnt sich nicht. Und das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin, ciao.